Hallo, guten Abend. Willkommen bei der Hessenschau. Wir klären gleich die Frage, was nützen eigentlich Brandmelder? Denn schon wieder ist ein Mensch bei einem Brand gestorben, eine Seniorin aus Firnheim. Und ganz anderes Thema, was macht eigentlich eine Erdbeerkönigin, also außer Erdbeeren essen? Seit heute hat Hessen eine neue Majestät. Die Einigkeit gegen die AfD, sie scheint zu wachsen. DAX-Konzernchefs, Familienunternehmer, eine Ikone von Eintracht Frankfurt, sie alle sagen, wer die AfD unterstützt, passt nicht zu uns. Doch jetzt hat einer noch einen draufgesetzt. Der Präsident der Diakonie, das ist einer der größten deutschen Arbeitgeber in Deutschland, stößt die Diskussion an, ob man AfD-Anhängern sogar kündigen darf. Der Präsident der Diakonie Deutschland hat in einem Zeitungsinterview klargemacht, was er von AfD-Anhängern als Mitarbeitern des Evangelischen Wohlfahrtsverbands hält. Wer die AfD aus Überzeugung wählt, kann nicht in der Diakonie arbeiten. Wie genau das überprüft werden soll, bleibt auf HR-Anfrage allerdings unklar. Niemand wird gefragt, welcher Partei er oder sie angehört oder welche Partei er oder sie wählt. Selbstverständlich respektiert die Diakonie die freie und geheime Wahl und führt keinerlei Gesinnungsprüfung durch. Es ist nicht das erste Mal, dass Stimmen von Organisationen gegen die AfD laut werden. Eine Partei, die in Teilen rechtsextremistisch ist, mit einer Jugendorganisation, die der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem einstuft. Bereits 2017 stellte der damalige Eintracht-Präsident Peter Fischer klar, dass niemand bei Eintracht Frankfurt Mitglied sein kann, der dieser Partei, gemeint war die AfD, wählt. Zuletzt ging auch der Landessportbund Hessen auf Distanz zur AfD und deren Jugendorganisation. Hier will man den Vereinen mit einer neuen Mustersatzung helfen, sich stärker vom Extremismus abzugrenzen. Bei der Diakonie könnte AfD-Wählern jetzt sogar eine Kündigung des Jobs drohen. Auch in Hessen? Ungewiss. Der Landesverband sagt bisher nur: Es steht fest, dass tätige Nächstenliebe im Widerspruch zur Ausgrenzung, Hass und Hetze steht. Die Diakonie steht jedoch vor der Herausforderung, einerseits Meinungsvielfalt und demokratische Streitkultur zu stärken und zugleich menschenverachtenden Positionen entschlossen entgegenzutreten. Einen aktuellen Fall gäbe es in Hessen derzeit noch nicht. Ja, aber bei 42.000 Diakonie-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alleine in Hessen dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, wann der erste konkrete Fall auftritt. Bei uns ist dazu die renommierte Frankfurter Arbeitsrechtlerin Saskia Steffen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Die Diakonie ist ein kirchlicher Arbeitgeber. Das heißt, sie darf arbeitsrechtlich manches, was ein nicht-kirchlicher Arbeitgeber nicht darf. Aber darf sie auch Mitarbeitern kündigen, weil sie die AfD unterstützen? Nein, auch bei der Diakonie, die ein sogenanntes Tendenzunternehmen ist, wird das reine Wählen der AfD nicht ausreichen, um ein Arbeitsverhältnis wirksam beenden zu können. Und was würde ausreichen? Zum Beispiel, wenn die Grenzen der Strafbarkeit genommen werden, also zum Beispiel Volksverhetzung, Verleumdungen oder Beleidigungen begangen werden oder es einen ganz unmittelbaren Zusammenhang zum Arbeitsverhältnis gibt. Wobei auch da, also wenn jetzt ganz extreme Äußerungen zum Beispiel in den sozialen Medien, die nachvollziehbar sind, getätigt werden, kann das bei einem Tendenzunternehmen schon mal eher reichen als zum Beispiel in der freien Wirtschaft. Sie sprechen die freie Wirtschaft an. Dort gibt es andere Regeln, die sind nicht so streng. Das heißt, ein Arbeitgeber darf da nicht so schnell handeln gegen seinen Mitarbeiter. Was muss sich da ein Mitarbeiter, was muss der machen, um am Ende seinen Job zu gefährden? Also da kann man grundsätzlich erstmal sagen, was Privates ist privat. Das ist vielleicht bei den Tendenzunternehmen eher weiter auszulegen, wenn man das wirklich nachvollziehen und nachweisen kann. Bei den privaten Arbeitgebern, also in der freien Wirtschaft, muss es dann schon einen unmittelbaren Bezug zum Arbeitsverhältnis geben, indem man zum Beispiel gegenüber Kolleginnen und Kollegen entsprechende Äußerungen tätigt oder es sogar schädigend gegenüber Kunden wird. Und wie ist es bei der Einstellung? Darf da irgendwas mit politischer Gesinnung abgefragt werden? Nein, das ist eine sogenannte unzulässige Frage. Und wenn sie dennoch gestellt wird, dürfte der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin die Frage falsch / anders beantworten, ohne dass das dann am Ende Konsequenzen haben darf. Und dazu muss man auch noch sagen, Wahlen sind geheim. Also es kann jemand die AfD wählen oder was auch immer er wählen möchte, ohne dass es jemand erfährt. Aber dann, Sie haben ja auch Social Media schon angesprochen, könnte der Arbeitgeber sagen, da gucke ich mal ein bisschen auf Social Media, was der oder die alles schon so gepostet hat. Wie weit darf er da gehen?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, da die Grenzen herauszuarbeiten. Also es gibt ja die Portale, die einen Bezug zum Arbeitsverhältnis haben, in dem der Arbeitgeber angegeben ist. Da würde ich sagen, sollte man oder darf so etwas nicht vorkommen. Wenn ich jetzt aber in einem rein privaten Bereich bin, wie jetzt zum Beispiel Facebook, habe einen geschützten Bereich, da dürfte sich jetzt der Arbeitgeber sicherlich nicht irgendwie die Passwörter oder so zu eigen machen, um da mal nachzuvollziehen, was die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer tun. Wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin und dezidiert eine andere politische Meinung habe als mein Chef, dann würde ich mich ehrlich gesagt erstmal auf meine freie Meinungsäußerung berufen. Und wann muss ich da wirklich Bedenken haben, dass das vielleicht wirklich was gefährdet? Naja, jedenfalls in den Fällen, in denen es wirklich richtig und ganz klar rassistisch wird und wie ich eben schon gesagt habe, in denen wir die Grenzen der Volksverhetzung, in denen die Grenzen der Volksverhetzung genommen werden. Aber nur dann, also eine andere politische Meinung, nur die abweicht, die kann nicht sanktioniert werden? Erstmal nicht. Wir haben in Deutschland die freie Meinungsäußerung grundsätzlich, also grundrechtlich verankert. Sagt Saskia Steffen, Anwältin für Arbeitsrecht. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Themawechsel hin zum Leckeren und wirklich Schönen dieser Tage. Das hier gehört jetzt wieder zum Straßenbild. Der Erdbeerverkauf. Aber wussten Sie, dass es auch eine Erdbeerkönigin gibt? Die ist seit heute im Amt und sie hat die Saison offiziell eröffnet. Krönchen richten, Körbchen füllen, Kuchen schneiden und dabei immer lächeln. Beim Lächeln fehlt vielleicht noch ein bisschen die Routine. Wiebke die Erste ist ab heute aber 2 Jahre im Amt und eröffnet als erste Amtshandlung mit Landwirtschaftsminister Jung die Erntesaison. Mein Freund hat einen Erdbeerhof in Großumstadt, der Erdbeerhof Münch. Und darüber kenne ich mich ein bisschen aus mit den Herausforderungen der hessischen Erdbeererzeugern. Die sind mit der diesjährigen Qualität zufrieden, auch Erik Appel. Der 32-Jährige führt den Familienbetrieb in Darmstadt in der 3. Generation und sagt, trotz spätem Frost, wir hatten Glück mit dem Wetter. Wir hatten die erste rote Erdbeere am 3. April. Das ist absoluter Rekord. So früh waren wir noch nie richtig geerntet. Dauert dann immer ein paar Tage, bis es losgeht. Haben wir am 10. April. Auch das ist Rekord. Und die Mengen, die wir jetzt haben, hatten wir zu dem Zeitpunkt der Saison auch noch nie. Aber da das Wetter jetzt passt und die Leute sich auf Erdbeeren eingestellt haben, und dann freut sich jeder auch, wenn es jetzt auch rote Erdbeeren für jedermann gibt. Im letzten Jahr wurden in Hessen knapp 7.200 Tonnen geerntet. Wenn es keine Wetterkapriolen mehr gibt, könnte der Wert in dieser Saison getoppt werden. Derzeit kosten 500 Gramm rund 5 Euro. Discounter bieten 500 Gramm Erdbeeren aus Südeuropa bereits für 1,30 Euro an. Aber der Preis ist bei Erdbeeren nachvollziehbar und nicht das ausschlaggebende Kriterium, sagt der Landwirtschaftsminister. Natürlich ist es so, dass Energiekosten, Erzeugungskosten und natürlich auch Mindestlohnkosten und Ähnliches auf den Preis einen erheblichen Einfluss haben. Da versuchen wir, Erleichterungen zu schaffen. Es wird aber immer so sein, dass wir die guten Bedingungen, die wir in Deutschland, insbesondere in Hessen, ja auch fordern, die Verbraucher auch haben wollen, am Ende ein bisschen mehr kosten als woanders. Dafür haben wir auch eine andere Qualität und die hat eben auch ihren Preis. Bis Juni prognostiziert der Deutsche Wetterdienst überdurchschnittlich warme Temperaturen. Aber die Erdbeere ist sehr sensibel und die Saison lang. Da kann ein zu warmes Umfeld auch schaden. Frühe Sorten, die sind jetzt gerade mit Abdeckung, so wie wir sie hier haben, bekommt man die Mitte April normalerweise. Dann kommen die mittleren Sorten, Haupterntesorten, die decken hauptsächlich so den Mai, Mitte, Ende Mai ab. Und dann gibt es die Spätsorten, die sind im Endeffekt für den Juni der Hauptsaison dann, vielleicht noch erste Juliwoche. Mit steigender Erntemenge wird auch der Preis für die Erdbeeren sinken. Und dann gibt es ja bald noch die Möglichkeit zum selber pflücken. Wir waren einer der ersten Betriebe überhaupt, die das angefangen haben. Stück für Stück größer geworden. Und jetzt bieten wir immer noch seit vielen, vielen Jahren Selbstpflück an. Es wird immer noch gut angenommen, hat sich ein bisschen verändert. Weniger Hausfrau, Hausmann mit viel Masse auch und Marmelade, sondern eher fürs Wochenende mit den Familien, mit den Kindern. Aber auch das finde ich schön, weil jeder soll wissen, wo die Erdbeere herkommt. Ich glaube, es ist ein bisschen so der Bezug zwischen Landwirtschaft und der Bevölkerung abhanden gekommen. Und wir können nur einladen, kommt zu uns raus, schaut, wo die Erdbeeren wachsen, pflückt sie selber, esst sie selber. Das haben viele bei der heutigen offiziellen Erdbeersaisoneröffnung schon mal getan, wie der karge Rest vom Hessenlöwe Erdbeerkuchen beweist. Ja, und als wir all diese Bilder gedreht haben heute, da war das Wetter noch top. Dann kam das Unwetter, das Teile Hessens gerade heimsucht. Mehr dazu in den Nachrichten mit Martin. Ja, es gilt immer noch Unwettergefahr in Teilen Hessens. Bis zu 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Das hatte der Deutsche Wetterdienst am Nachmittag bereits angekündigt. Und so
ist es auch schon gekommen. Im Süden und der Mitte gibt und gab es derzeit Starkregen, zum Teil mit Hagelkörnern mit bis zu 2 Zentimetern Durchmesser. Eine Folge: auf der A3 Frankfurt Richtung Würzburg zwischen dem Offenbacher Kreuz und Seligenstadt gibt es derzeit 15 Kilometer Stau wegen überfluteter Fahrbahn. Und weiterhin wird auch vor Sturmböen mit einer Geschwindigkeit bis zu 85 Kilometer pro Stunde gewarnt. Wie hier in Frankfurt waren viele Orte bereits von starken Gewittern mit Hagel und Starkregen betroffen. Bei wiederholten Gewittern sind sogar bis zu 70 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden möglich. In Mülheim hatten die Wassermassen eine Unterführung so überschwemmt, dass ein Pkw liegen blieb. Die Gewittergefahr mit Starkregen hält voraussichtlich bis in die Nacht an. Und möglicherweise hat auch die Deutsche Bahn Probleme durch das Unwetter. Die Bahn bestätigte, dass derzeit alle Infoportale der Deutschen Bahn ausgefallen sind. Die Bahn-App funktioniert derzeit nicht, ebenso wie die Webseite des Unternehmens. Es werde derzeit mit Hochdruck nach den Ursachen gesucht. Der Tarifkonflikt bei der Postbank ist nach knapp 3 Monaten gelöst. Die Gewerkschaften Verdi und der Deutsche Bankangestelltenverband auf der einen Seite sowie die Deutsche Bank auf der anderen Seite einigten sich am frühen Mittwochmorgen auf einen bis Ende 2027 verlängerten Kündigungsschutz. Darüber hinaus erhalten die etwa 12.000 Beschäftigten im Deutsche Bankkonzern mit einem Postbank-Tarifvertrag ab 1. Juni 7% mehr Geld, mindestens jedoch 270 Euro und ab dem 1. Juli 2025 dann nochmal 4,5%. Die Beschäftigten können jährlich auch neu entscheiden, ob sie gegen entsprechenden Entgeltverzicht 4 Wochen zusätzlichen Urlaub im Jahr nehmen wollen. Der Erweiterungsbau der Universitätsklinik Frankfurt wurde heute offiziell vorgestellt. Auf rund 20.000 Quadratmetern werden verschiedene Fachdisziplinen gebündelt, wie hier in der interdisziplinären Intensivstation, auf der kardiologische und auch neurologische Notfälle behandelt werden sollen. Daneben gibt es eine Abteilung für Nuklearmedizin und eine Stroke-Unit zur Behandlung von Schlaganfällen. Knapp 350 Betten stehen zur Verfügung. Das Land Hessen hat über 400 Millionen Euro in das Neubauprojekt investiert. Wie erst heute bekannt wurde, hat eine Frau in Fritzlar am Dienstag auf ihren Partner eingestochen und ihn schwer verletzt. Heute gaben die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizeidirektion Schwalm-Eder bekannt, dass deshalb gegen die 47-Jährige wegen des dringenden Verdachts wegen versuchten Mordes aus Heimtücke ermittelt wird. Der mit 50.000 Euro dotierte Binding Kulturpreis 2024 geht an den Verein Frankfurt Lab. Der habe in den Räumen einer ehemaligen Fabrik in Frankfurt einen Produktions- und Aufführungsort geschaffen, der geeignet ist, den wachsenden Fragen und Anforderungen in der zeitgenössischen darstellenden Kunst und Musik gerecht zu werden, so die Jurybegründung. Das Frankfurt Lab ist eine gemeinschaftliche Initiative der Dresden-Frankfurt Dance Company, des Ensemble Modern, der Hessischen Theaterakademie, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt und des Künstlerinnenhauses Musenturm. Der Preis soll am 1. Juni in der Frankfurter Paulskirche übergeben werden. Und das war's von den Kurznachrichten. Weiter mit dir, Daniel. Dankeschön, Martin. Der Brand vergangene Nacht in Viernheim, er sah so aus und er war der blanke Horror. Eine 86-jährige Frau kam dabei ums Leben. Eine Nacht davor war in Darmstadt durch einen Brand auch ein Mensch gestorben und 6 weitere verletzt worden. Und Ende vergangener Woche waren 2 Menschen im Schwalm-Eder-Kreis wegen Rauchgas ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wir fragen uns, was ist da los? Sollte heutzutage nicht alles sicherer sein, eben durch Brandmelder? Der Brand in Viernheim vergangene Nacht. Flammen schlagen aus dem Fenster, dichter Rauch strömt aus der Wohnung. Die Feuerwehrleute retten die 86-Jährige lebend aus dem Haus, doch sie stirbt noch am Einsatzort. Erst in der Nacht zuvor kommt ein Mann bei einem Wohnungsbrand in Darmstadt ums Leben. Es gab eine Verpuffung. Woran das gelegen haben könnte, wissen wir gegenwärtig nicht. Im Verdacht steht eine Sauerstoffflasche. Das war ein Patient, die war unmittelbar in seiner Nähe. Und jetzt, die haben wir erstmal nach draußen gebracht. Immer wieder rücken die Feuerwehren zu Einsätzen mit Opfern und Sachschäden aus. Die Brandursachen sind vielfältig. Das meiste ist wirklich immer der unsachgemäße Umgang mit irgendwas und natürlich dann immer ganz oft in Kombination mit elektrischen Gegenständen.
irgendwelche Geräte, die nicht abschalten, wo die Sicherung nicht funktionieren. Mittlerweile gilt in ganz Deutschland eine Rauchmelderpflicht. Sie soll eigentlich größere Schäden verhindern. Und tatsächlich ist die Zahl der Todesopfer bei Bränden in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen. Von 787 gemeldeten Opfern 1990 auf 364 im Jahr 2020. Gründe für den deutlichen Rückgang sehen Experten auch darin, dass es weniger Öfen mit offenem Feuer in den Wohnungen gäbe und weniger geraucht würde. Ganz verhindern ließen sich Brandopfer aber auch mit Rauchmelder nicht. Wenn sie ein schnelles Brandereignis haben, weil sie vielleicht hohe Brandlasten bei sich haben oder auch Dinge, die sehr viel von diesem giftigen Rauch erzeugen, dann geht das einfach wirklich dann zwei Atemzüge und in dem Moment werden sie bewusstlos, da können sie sich nicht mehr selbst retten. Und natürlich auch, je mehr sie auch alleine zu Hause sind und ihnen keiner helfen kann aus dem unmittelbaren Umfeld, deswegen passiert es leider eben doch noch sicherlich zu oft, dass da Leute wirklich auch zu Schaden kommen. Wichtig sei, bei Rauchmeldern auf Qualitätssiegel zu achten, sie regelmäßig zu warten und die Batterien zu wechseln. Inzwischen gibt es auch Rauchmelder, die innerhalb einer Wohnung vernetzt sind und so noch früher auf Feuer hinweisen. Gerade wenn zum Beispiel Kinderzimmer weiter weg sind vom elterlichen Schlafzimmer und dort kleine Kinder nächtigen, dass das auf jeden Fall so umgesetzt wird, dass auch das bei den Eltern zu hören ist, weil die Kinder das häufig letztendlich mit in den, also davon nicht wach werden. Die integrieren das in ihre Träume, aber werden davon nicht wach. In Viernheim laufen die Ermittlungen, was den Brand ausgelöst hat. Mit einem Ergebnis wird in den kommenden Tagen gerechnet. Ja, und solche Brände wie die in Viernheim, wo klar ist, wir müssen da jetzt einen Menschen aus den Flammen holen, das sind auch Extremsituationen für Feuerwehrleute und die gilt es zu trainieren, wie heute Mittag in Calden bei Kassel im sogenannten Fire Dragon, zu Deutsch Feuerdrachen. Das ist eine mobile Brandsimulationsanlage. Jede Menge giftiger Rauch, totale Dunkelheit, Temperaturen von über 500 Grad. Echter kann sich eine Übung nicht anfühlen. Wer einmal drin war, ist froh, wieder raus zu sein. Der Wind tut sehr gut gerade. Sandy Sue Stockter und Henrik Zeller üben heute den Ernstfall. Der Übungsaufbau hier auf dem alten Flugplatz von Calden im Landkreis Kassel hat es in sich. Da ist eine Person, die muss gerettet werden unter Nullsichtbedingungen. Das nächste Szenario, das ist der Brandcontainer. Das Ziel Menschenrettung. Das heißt, ihr müsst an verschiedenen Stellen Brandszenarien abarbeiten, um die Person zu finden. Die beiden Feuerwehrleute aus dem Landkreis Kassel bilden einen Angriffstrupp. Ihr Vorgehen wird vom Übungsleiter anschließend bewertet. Sie sind schon lange bei der Feuerwehr. Löscheinsätze mit Personenrettung kommen in der Praxis aber nur selten vor. Wir versuchen schon, realistische Bedingungen hier zu schaffen, ja, und die Übung so einsatznah wie möglich zu gestalten. Also die Puppen haben auch ein realistisches Gewicht von 80 Kilo ungefähr. Und bei der Brandbekämpfung ist halt die körperliche Belastung das, was die Übung so ausmacht. Der Übungsraum wird mit Rauch gefüllt. Die Sicht so gut wie null. Um die Person zu finden, haben die Retter eine Wärmebildkamera dabei. Ansonsten müssen sie sich auf Gehör und Tastsinn verlassen. Person gefunden. Nun muss die Puppe so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone. Wir haben die Puppe relativ schnell gefunden, aber die 80 Kilo wollen natürlich auch bewegt werden und gerade unter Einsatzkleidung ist das doch körperlich schon relativ anstrengend. Doch es wird noch anstrengender. Im nächsten Container wird schon ordentlich vorgeheizt. Auf über 500 Grad. Nur Raum, kein Feuer. Drinnen versteckt sich wieder eine Puppe. Es gibt mehrere Räume. Jeder ist die Hölle. Denn alles kann hier plötzlich anfangen zu brennen. Person gefunden, wird ins Freie verbannt. Verstanden, komme. Auch diesmal sind die Retter erfolgreich.
Die Person gerettet. Doch die Gefahr ist noch nicht vorbei. Durch den vielen Rauch ist die Kleidung der Feuerwehrleute durchsetzt von hochgiftigen Stoffen. Deswegen alles vorsichtig und in der richtigen Reihenfolge ausziehen, damit die Retter nicht in Kontakt mit den Stoffen kommen. Früher hat man da, ich will nicht sagen, nicht drauf geachtet, aber weniger drauf geachtet. Es kommt immer mehr, dass man sich einfach nicht kontaminieren darf mit dem Ruß, den man da rausträgt. Machen wir nochmal eine kurze Feedbackrunde. Euer erster Eindruck? Ja, auf jeden Fall anstrengend. Anstrengend, ja. Aber die Lernerfolge sind schon sehr groß. In den kommenden Tagen sollen rund 780 Feuerwehrleute aus Stadt und Landkreis Kassel den Einsatz im Höllencontainer üben. Frankfurt, historisch ein Zentrum der Demokratie mit der Paulskirche. Hier tagte die erste Nationalversammlung. Ohne die Paulskirchenverfassung gäbe es wohl so kein Grundgesetz, denn viele Grundsätze, wie zum Beispiel die Gleichheit der Bürger, wurden übernommen. Frankfurt hat sich vorgenommen, das besonders zu feiern am Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai mit einem großen Lauf für Demokratie von überall her zur Paulskirche. Und auch dafür gibt's ein historisches Vorbild. 30.000 Menschen waren es damals im Mai 1948 aus ganz Deutschland. Jetzt, 75 Jahre später, soll es wieder ein Sternlauf zur Paulskirche werden. Damals ging es um die Einheit, denn Deutschland war noch in die vier Besatzungszonen der Kriegsalliierten aufgeteilt. Und es ging um die Vorbereitungen für die neue Demokratie. Aktionen mit Sport, eine Idee Walter Kolbs, des ersten OBs Frankfurts nach dem Krieg. Er hatte so die Vorstellung, dass der Sport eben nicht nur die Möglichkeit bietet, neuen Lebensmut zu schöpfen oder die Alltagssorgen zu vergessen, sondern auf dem Sportplatz sollte eben auch die Spielregeln der Demokratie eingeübt werden. Also Stichwort Fair Play. Und man könnte geradezu sagen, er hat es so verstanden, dass der Sport die Schule der Demokratie ist. Mitte Mai 1948 zwischen den Trümmern fand die große Sportwoche statt. Überall war etwas los. Zuvor hatte Frankfurt Geld gesammelt und bundesweit um Hilfe für die Paulskirche gebeten. Walter Kolb nannte die Wiege der Demokratie damals das Haus aller Deutschen. Der Sternlauf war so der Höhepunkt des ersten Wiederaufbaus in Frankfurt. Walter Kolb hat einen Aufruf gestartet, dass ganz Deutschland sich eben mit Sachspenden und Geldspenden am Wiederaufbau beteiligen sollte. Und das war ein erfreulich positives Echo. Also es kamen über 300 Sachspenden. Jeder gab, was er konnte. Aus der Nachbarstadt Offenbach kam zum Beispiel Leder für die Bezüge der Sitze in der Paulskirche. Aus Thüringen kamen Bauholz waggonweise nach Frankfurt. 2024 soll die Paulskirche nun das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes feiern. Die Stadt Frankfurt hat den Lauf für die Demokratie ins Leben gerufen. Über das Internet kann man sich bereits anmelden. Jeder Bürger kann am 23. Mai, dem Geburtstag des Grundgesetzes, mitmachen. Vom Mainufer zur Paulskirche sollen wieder Zehntausende ein großes Zeichen setzen, hofft die Kulturdezernentin. Die Demokratie, das wissen wir jetzt seit einigen Jahren wirklich schmerzhaft, ist keine Selbstverständlichkeit. Die Demokratie müssen wir jeden Tag verteidigen. Alles hängt miteinander zusammen. Die Menschen müssen schon auch wissen, was sie an dieser Demokratie haben und sich zeigen. Und in diesem Fall bei dem schönen Sternlauf kann man einfach laufen. Man muss nicht sprechen, man muss nicht auf eine Demo gehen. Man kann laufen und am Ende wird dem Oberbürgermeister das Faksimile des Grundgesetzes übergeben. Im Netz rühren Prominente wie der Bahnbabo schon die Werbetrommel dafür. Leute, zieht euch eure Laufschuhe an und lauft am 23. Mai für unsere schützenswerte Demokratie. Ihr könnt euch einfach anmelden über paulskirche.de und dann seid ihr dabei. Ich freue mich auf euch. Bleibt gesund und stabil. Walter Kolb legte damals nicht nur den Grundstein für die wieder aufgebaute Paulskirche. Kaum jemand weiß, hier in Frankfurt gaben die westlichen Alliierten eine neue Verfassung offiziell in Auftrag, die später Grundgesetz hieß und in Bonn entwickelt wurde. Der Lauf für mehr Demokratie Ende Mai soll auch daran erinnern. Wer wird das dollste Dorf 2024? Wir nähern uns Schritt für Schritt dem Finale dieses Wettbewerbs. Die 10 Finalisten unter den porträtierten Dörfern stehen fest. Und das sind Rüdingshausen, Lohndorf, Haubern, Basdorf,
Wallroth, Dickschied, Griedel, Hörgenau, Obermoos und Fehlheim. Und aus den 10 ziehen wir morgen live in der Hessenschau diejenigen 4 per Los, die auf dem Hessentag in Fritzlar dann den Sieger unter sich ausmachen dürfen. Soweit dieser Wettbewerb. Und jetzt zu Nicole Abraham. Du ziehst das Dorf, das wir jetzt am Wochenende vorstellen und das dann nächstes Jahr die Chance hat, dollstes Dorf des Jahres zu werden. Aber nach dem allem, was ich in der Probe schon gehört habe, im Hintergrund an Blitzen und Donnern, hoffe ich jetzt erstmal, dass dich der Blitz nicht trifft. Ja, das wird eine Herausforderung heute, sich nicht vom Blitz treffen zu lassen. Es gibt ja kaum einen Landkreis, in dem es keine Wetterwarnung oder Unwetterwarnung gibt. Also uns steht noch einiges bevor. Aber wir gucken erstmal, wo wir hinfahren heute. Ich bin immer so, es ist jedes Mal aufregend. Ich möchte nur nicht, dass hier irgendwas klemmt. So, auch mit rein. Heute mache ich es mal mit links, das ist was ganz Neues. Und ich habe jemanden gefunden, beziehungsweise ich habe einen Ort gefunden. Rot an der Weil, Weilrot, Rot an der Weil im Hochtaunuskreis. Bitte jetzt anrufen, es ist die 069 155 24 90. Bürgermeister, Ortsvorsteher, jeder, der uns sieht, einfach anrufen. Wir kommen heute noch vorbei. Und vielleicht helfen wir Keller auspumpen oder Sonstiges. Ich hoffe nicht. Und ja, und wir schauen einfach mal, was Rot an der Weil so zu bieten hat. Ich freue mich sehr auf das dolle Dorf. Und vielleicht klappt es ja dann 2025 mit dem Dolzen. Schauen wir mal. Dankeschön, Nicole. Wird auf jeden Fall ein spannender Dreh bei diesem Wetter. Und die Hessenschau nähert sich damit dem Ende für heute. Aber wir informieren auch auf anderen Kanälen rund um die Uhr, auf hessenschau.de, auf Insta und inzwischen auch auf WhatsApp. Nee. Ah, okay, ich höre gerade, wir hatten noch vor, ein bisschen auf WhatsApp hinzuweisen. Jetzt weisen wir stattdessen nur noch aufs Wetter hin. Und das gibt's gleich mit Pila Bossmann. Die hat nochmal alles zum Unwetter. Und später gibt's auch noch die Hessenschau. Um 22:15 Uhr. Schönen Abend. Bis morgen. Ciao.